ist denn das für ein Lärm? Kannst du mal bitte still sein? Tut mir leid, Alter, ich kann dich nicht hören. Jetzt hör doch mal kurz auf! Ich bitte um Verzeihung. Danke. Wie kann ich dir helfen? Wie wär's, wenn du erstmal das Atmen einstellst? Ich verstehe, alter Junge. Schönen Tag noch. Hier bleib ich keine Sekunde länger. Was gehört? Nur etwas alter Holz oder Spanplatten. Wir sind nicht wählerisch. Ich höre irgendetwas. Ich könnte schwören, ich hätte eine Stimme gehört. Ich glaube, ich muss mich mal hinsetzen. Muss eine logische Erklärung dafür geben. Du könntest mich wenigstens mal ansehen, wenn ich mit dir rede. Nur weil ich bettle, muss ich doch kein schlechter Mensch sein. Tut mir leid, aber ich habe nun mal noch nie zuvor einen sprechenden Baumstumpf gesehen. Ich kann mir nicht erklären, wie solch ein absurder Gedanke in meinen Kopf gelangen konnte. Jedenfalls, hast du jetzt etwas Holz übrig oder nicht? Nein, habe ich nicht. Was wollt ihr überhaupt damit? Was meinst du mit ihr? Ihr seid Holzwürmer! Ist es nicht offensichtlich, wofür wir es wollen? Pardon. Hab nicht gemerkt, dass ihr Holzwürmer seid. Du hast nicht wirklich geglaubt. Du redest mit einem Baumstumpf. Für was für einen Trottel hältst du mich? Warum könnt ihr überhaupt sprechen? Das ist ja wieder mal typisch. Du hast gerade behauptet, wir könnten nicht sprechen, nur weil wir Holzwürmer sind. Lass mich dir mal was sagen, mein Freund. Deine Haltung ist so verdammt typisch für die gesamte Menschheit, dass mir schlecht wird. Du hast nie versucht, mit uns zu reden. Du meintest gerade, Holzwürmer könnten nicht reden. Es ist einfach nur Rassismus. Dritten Grades. Rassismus? Gegen Holzwürmer? Und genau das ist Teil des Problems. Du betrachtest uns nicht mal als Volk. Nun, berichtige mich, wenn ich mich irre, aber... Wir haben das gleiche Recht zu atmen wie du. Gibt es etwas, womit ich dir helfen kann? Holz. Ich meine Treibholz. Wie wär's mit einem Stück Ebenholz? Ebenholz, ja! Ich wär's mit Balsam. Ich liebe Balsam. Ebenholz. Balsam. Ebenholz.
gut, weil ihr es seid. Das Vergnügen, dich zu kennen, macht das Leben eines Wirbellosen erträglicher. Ich fühle mich schon besser, wenn ich daran denke. Wer kommt da über meine Brücke gelaufen? Los geht's! Ich bin's doch nur, der kleinste Ziegenbock Ruff. Ich bin auf dem Weg ins Tal, um mich fett zu fressen. Dann werde ich dich verspeisen. Oh nein! Bitte friss mich nicht auf! Ich bin viel zu klein und auch nicht fett genug. Warte, bis der zweitkleinste Ziegenbock vorbeikommt. Der ist viel fetter als ich. Na gut, dann ver... Einen Moment mal, darauf will ich schon mal reinfallen. Wenn das so weitergeht, fliege ich am Ende in den Fluss, wie immer. Nein, das ist total falsch. Schauen Sie hier, auf Seite 23 des Textes. Ich sage, der ist noch viel fetter als ich. Woraufhin Sie sagen, na gut, dann verschwinde. Und dann warten Sie auf den zweiten und so weiter. Das ist doch so einfach. Jetzt passen Sie mal auf, Mr. Gruff. Jeden Tag werde ich in diesen blöden Fluss geschmissen, aber jetzt habe ich genug. Ich verhungere. Deshalb werde ich dieses Kindermärchen etwas ändern. Ich werde Sie nun fressen. Und ihren kleinen Freund da in die Tiefkühltruhe schmeißen. Jetzt machen Sie mal halblang, Herr Troll. Sie haben einen Vertrag für den Job unterschrieben. Also sagen Sie Ihren Satz und lassen Sie mich durch. Oder fangen Sie schon mal an, Ihr Büro zu räumen. Jetzt sag ich Ihnen mal was. Mir ist dieser Job und dieses Büro total egal. Ich bin gerade dabei, meinen Vertrag mit der Gruff und Gruff AG zu kündigen, indem ich einen meiner Arbeitgeber fresse. Können wir das nicht ausdiskutieren? Das ergibt für Sie doch keinen wirtschaftlichen Sinn. Warum besprechen wir das Ganze nicht noch einmal? Tut mir leid, Herr Gruff. Nur der Stärkste überlebt. Schauen wir uns mal die grundlegenden Instinkte an. Ich bin ein großer, kräftiger Fleischfresser und Sie ein schwacher, wehrloser Pflanzenfresser. Rechtlich gesehen sollte ich momentan Ihre Überreste aus meinen Zähnen entfernen. Um nochmal auf den Text zurückzukommen. Wie Sie sehen, hätten Sie bei einem Verzicht auf mich die Möglichkeit, meinen etwas größeren und fetteren Bruder dort zu verspeisen. Mr. Gruff, Sie sind ein sehr zuvorkommender Arbeitgeber. Ich hatte immer mein Weihnachtsgeld und so. Darum habe ich mich entschlossen, Sie nicht zu fressen, sondern wirtschaftliche Maßnahmen zu ergreifen. Ich gründe eine Zollstation. Niemand darf bis auf Weiteres über diese Brücke. Das. Thank you.
Sie sieht nicht besonders clever aus. Entschuldige mich, Junge. Ich kann mich nicht erinnern, aber macht nichts. Na klar. Entschuldigung. Oh, du, schon wieder. Erinnerst du dich, was du noch wolltest? Wolltest? Willst du etwas? Ja. Was, wollte ich? Ich weiß es nicht. Du kannst dich nicht erinnern? Nonsens, ich kann mich, erinnern? An, alles erinnern. Ich bin, eine weise Eule. Ich bin nur nicht gut mit, Wörtern? Wörtern, ja. Hast du irgendwelche Tipps für mich? Tipps? Ja. Du bist, gut gekleidet? Nein, gut rasiert? Nein, nein, dein Name? Simon? Genau. Ja, Okay, welchen Tipp hast du für mich? Nun, die Sterne haben mir gesagt, ich bin ein, Idiot? Nein, Eule? Nein, Astrologe? Ja, Astrologe, ja. Welchen astrologischen Tipp kannst du mir geben? Rat? Ja, Ratschlag. Ich habe einen, Tipp. Ja? Ein Drache ist, so groß wie, ein Elefant. Ist das alles? Im Augenblick, ja. Großartig. Komm zurück. Später? Ja. Ich glaube, die Mühe mache ich mir nicht. Es ist eine Feder. Da steht, Vorsicht, paläontologische Ausgrabungen. Da gräbt eine merkwürdige Person herum. Hallo, ist da unten jemand? Hier ist sonst niemand außer mir.
Haben Sie eine Genehmigung, mein Herr? Genehmigung? Wissen Sie nicht, wen Sie vor sich haben? Sie reparieren eine kaputte Gasleitung, stimmt's? Nein, ich bin der berühmte Dr. Henry Jones. Sie können mich nicht täuschen. Sie sind ein Paläontologe, stimmt's? Spießer, ich bin der bekannteste Paläontologe der Welt. Ich suche nach der Verbindung zwischen Mensch und Gemüse. Sie meinen Helmut Kohl? Nein, ich meine Fossilien, mein Junge. Sie sind der Schlüssel zu diesem Geheimnis. Du hast nicht zufällig welche herumliegen sehen? Nee. Sag mir, falls du welche siehst. Okay. Bitte geh jetzt. Ich habe gerade eine neue, vielversprechende Gesteinsader entdeckt. Ich sehe schon, dass ich hier nicht erwünscht bin. Das ist ein Stein. Oh, sieh nur! Da steht was drauf. Da ist das Wort Bier drauf gekritzelt. Nur für Zwerge! Ich bin ein Zwerg! Klar bist du einer! Hinfort mit dir, oder du spürst meinen Stahl im Leib! Nette Leute! Wie soll ich jetzt weiterleben? Wusste ich doch, es war... Er sieht entsetzlich aus! Ich habe Sorgen. Entschuldigung! Was gibt's? Du siehst aus, als ob du Aufmunterung nötig hättest. Niemand kann mich aufmuntern. Mein Leben ist zerstört. Man muss eben Leichtes und Schweres ertragen. Was mich betrifft, ich muss Schweres und noch Schwereres ertragen. Womit habe ich das verdient? Was genau ist das Problem? Bäume. Bäume? Bäume. Die großen braunen Dinger mit grünen Teilen dran? Bäume, genau. Ich dachte, Holzfäller seien Probleme für Bäume. Nicht diese Bäume hier. Was ist denn an diesen Bäumen so besonders? Sie haben so eine Art magischen Schutz über sich. Die Schläge meiner Axt prallen einfach ab. Hört sich an, als ob es sich um Gummibäume handelt. Ja, das habe ich erwartet. Hast du die Axt auch richtig herumgehalten? Ich habe versucht, sie auf jede erdenkliche Art zu halten, aber ohne Erfolg. Warum gehst du nicht in einen normalen Wald zurück? Weil mein ganzes Geld in diesem Haus steckt. Ich kann es mir nicht leisten, zurückzugehen. In der Broschüre sah es aus wie ein wahres Holzfällerparadies. Jetzt weiß ich, warum keiner sonst hergekommen ist. Er
Es muss etwas geben, was du tun kannst. Das Einzige, das mir helfen kann, ist eine Axt aus Milrit. Milrit? Es ist eine Abart von Mithril und es ist das härteste bekannte Metall. Ich werde sehen, ob ich welches für dich bekomme. Da kannst du lange suchen. Es ist unglaublich selten und ich kenne niemanden, der je welches gesehen hat. Wenn es so selten ist, werde ich es kaum finden. Als ich mit den Zwergen redete, haben sie mich nur ausgelacht und mir diesen Metalldetektor verkauft. Gib mir den Metalldetektor und ich werde mich mal umsehen. Okay, dir kann es gar nicht schlechter gehen als mir. Du bist dran. Warum habe ich nicht auf meine Mutter gehört? Was soll ich tun? Da ist ein Stück Papier unter dem Stein. Eine Einkaufsliste für den Geschäftsinhaber in der Stadt. Ziemlich große und mächtige Türen. Benutze diese Karte, um schneller vorwärts zu kommen. Können wir das nicht wie Erwachsene besprechen? Ich werde nicht. Darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie Rechte auf Ihrem Plakat falsch geschrieben haben? Gleich zeige ich dir meine Rechte, du Linker. Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Troll. Darf ich die Brücke überqueren? Niemand darf über diese Brücke, bis ich zufrieden bin. Sie haben Glück. Ich bin ein Geschäftsreisender für Zufriedenheit. Wirklich? Vielleicht können Sie mir sagen, was Zufriedenheit ist. Zufriedenheit wird erlangt, wenn ein Verlangen oder Zweifel beseitigt ist. Hä? Da
Davon habe ich ein paar Exemplare in meiner Tasche. Ich will sie sehen. Scheint, als hätte ich sie daheim vergessen. Warum sind Sie unglücklich? Jeden Tag kommen diese saftigen, fetten Gruff-Böcker hierher, um über die Brücke zu gehen. Ich weiß, wie die Geschichte verläuft, aber ich sterbe vor Hunger. Und bis ich nicht eine Ziege zu essen bekomme, darf niemand über diese Brücke. Warum essen Sie diese zwei nicht jetzt gleich? Die zwei werden beschützt. Ihr großer Bruder ist ein harter Brocken, glauben Sie mir. Ich weiß es bestimmt. Wenn ich eine Klaue an sie lege, dann... Können Sie nicht was anderes essen als Ziege? Nichts ist gleich geblieben. Ich habe schon andere Sachen probiert. Hühnchen, Hasen, Schweine. Nichts schmeckt so wie Ziege. Alles, was ich will, ist eine Ziege zu fressen. Ist das zu viel verlangt? Wie hätten Sie Ihre Ziege denn gern? Gekocht wäre nett. Seit Jahren hatte ich keine Ziegensuppe mehr. Ich sehe mal, was ich arrangieren kann, okay? Okay. Einen Moment bitte. Was ist denn das für eine Pfeife um Ihren Hals? Warum versuchen Sie es nicht einfach mal? Es heißt, Neugier tötet den Troll. Wollen mal sehen. Hä? Das hat ja viel gebracht. Wo waren wir doch gleich? Ach ja, ich wollte gerade vorschlagen, dich anstatt... Macht dir dieser Typ Ärger? Ja, schnapp ihn dir. Okay. Oh. Machst du meinem Freund Ärger? Nein, gnädiger Herr. Es scheint, als wäre er anderer Meinung. Oh. Was soll ich mit ihm machen? Wirf ihn in den Fluss. Okidoki. Boah. Ist jetzt alles okay? Yep. Vielen Dank. Bis dann. Guter Wurf! Auf dem Schild steht Gleichberechtigung für Trolle. Er sieht nicht sehr clever aus. Haben wir ein Problem? Bist du ein Bauer? Sehe ich aus wie ein Bauer? Nein, aber vielleicht willst du auf ein Kostümfest. Ich verstehe. Weißt du etwas über magische Bohnen? Was für Bohnen? Magische Bohnen. Ich habe sie gegen einen radfahrenden Bären getauscht. Er sagte, es seien magische Bohnen, die Glück und Reichtum versprechen. Und? Ich habe sie hier eingepflanzt, aber sie sind noch keinen Zentimeter gewachsen. Vielleicht solltest du sie gießen. Gießen? Warum sollte ich das tun? Um sie wachsen zu lassen? Ha, klingt nach einer guten Idee. Ich sag dir was. Geh und hole Wasser. Ich passe auf sie auf. Nun, ich...
Und vielleicht teile ich den Ruhm und Reichtum mit dir. Eine sehr imposante Tür. Eine glänzende Metallglocke. Einen Moment, bitte. Wer hat das Licht ausgemacht? Es ist Wasserstoff-Superoxid-Blond. Was zur Hölle willst du? Du bist nicht die böse Hexe. Welche böse Hexe soll das denn sein? Die böse Hexe des Westens. Sie hat mich von meinem Vater als Ferkel entführt. Sie war es, die mir die Schönheit raubte und mich hier gefangen setzte. Bin ich verdammt, bis ans Ende meiner Tage Wolle zu spinnen? Moment mal, sagtet ihr Ferkel? Vielleicht erklärt das hier alles. Mein Gott! Jeder macht den gleichen Fehler. Und wenn sie mein Gesicht sehen, dann rennen sie alle laut schreiend aus dem Turm. Der einzige Weg, durch den ich von dem Zauber erlöst werden kann, ist ein Kuss aus einer anderen Dimension. Scheint so, als wäre mein Einsatz gefragt. Fürchtet euch nicht, eure Rettung ist hier. Womit habe ich das verdient? Eine ganze Ladung Kitschromane und Unterwäsche liegt hier herum. Das ist eine Nummer zu groß für mich. Sehen aus wie solide, hölzerne Fußbodenbretter. Sie sind unten festgemacht.
Hast du das Wasser? Ich arbeite dran. Hast du das Wasser? Ich arbeite dran. Da ist jemand am Fischen. Es ist unmöglich, eine Konversation mit einem leblosen Gegenstand zu führen. Ich hätte wissen müssen, dass das passiert. Thank you.
Hier bleibe ich keine Sekunde länger. Es ist ein sehr tiefer Brunnen. Die Kurbel, um das Seil hochzuziehen. Eine stabile Holztür.
Ich werde alles verkaufen müssen. Hast du das Wasser? Ich habe es tatsächlich. Gut, dann gieße es auf die Samen. Du hast sie ertränkt. Ich muss sie trockenlegen gehen. Ich glaube, das war mein Stichwort. Da stecken ein paar Bohnen im Schlamm.